Mach's mal bei den Netzreportern. Ja, super. Auch jung und aufstrebend. Ja, jung und aufstrebend. Kai Pflaume, schönen guten Abend. Darf ich du sagen? Ja, ich bitte darum. Es gibt ja jetzt momentan Ärger um den Preis, den Bushido kriegt. Er bekommt den Integrationsbambi. Jetzt bist du ja selbst Vater von zwei Jungs. Sagt man da, den kann der ruhig haben, es ist nicht so wild mit seinen Texten, oder sieht man es kritisch? Ich glaube schon, dass man das zumindest hinterfragen muss. Ich glaube auch, dass man es kritisch sehen darf. Ich finde aber auch, dass man jedem Menschen auch zugestehen muss, dass man sich verändern kann, dass man vielleicht Dinge, die man früher gemacht hat, heute anders sieht. Ob das dann preiswürdig ist, das ist eine andere Frage. Aber insgesamt finde ich es erstmal gut, dass es so einen Bambi gibt, einen Integrationsbambi, weil das ist Teil unserer heutigen Gesellschaft. Und ob das dann der richtige Preisträger dafür ist, das müssen am Ende die Menschen verantworten und begründen, die den Preis verleihen. Wir bleiben bei den beiden Jungs. Hast du die Aufgabe, Autogramme mitzubringen von Lady Gaga, Justin Bieber? Ja, ich glaube, wenn die Frage sich so stellen würde, dann eher von Lady Gaga als von Justin Bieber. Also das ist ja so, meine Jungs sind ja in der Altersspanne zwischen 10 und 14, aber Jungs in dem Alter stehen garantiert nicht auf Justin Bieber. War das dann so zu Hause, Mensch, Papa, warum jetzt der Justin Bieber, warum nicht Lady Gaga? Nein, das habe ich jetzt nicht mit Ihnen besprochen. Also insofern, holt man nicht das okay von den Jungs? Nein, ich war so geschmeichelt. Ich meine, wie viele Menschen wären in Frage gekommen und dass man sich ausgerechnet für mich aus der Generation Viva entschieden hat, Justin Bieber heute Abend hier anzumoderieren, finde ich es eine tolle Wahl. Dann ganz, ganz viel Spaß heute Abend und vielen Dank. Dankeschön. Ja, schönen Abend. Wir sind eins. ARD.